Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zur großen SnowRunner Challenge mit dem Sebastian, dem Bram und mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet hallo. Habt. Bum, 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 bum. Oh, mein Typ ist eingeschaltet. Heute machen wir eine vom Spiel vorgegebene Challenge tatsächlich. Wir haben mehrere Ersatzteile, die hier verteilt sind und die müssen wir zur Brücke liefern. Also es ist eine kleine Map. Die Challenge ist da. Wir haben nur 59% Sprit, haben zwei Plätze. Und ja, wir haben insgesamt 45 Minuten Zeit jeder. Wenn es jemand in der Zeit schafft, hat der gewonnen. Wenn es mehr in der Zeit schaffen, hat die Person gewonnen, die es schneller geschafft hat. Alle ready? Das mal super. Hinkriegen. Ja. Ja. Viel schon geil, Spaß. Wie die Steuerung geht. Wir machen das. Okay, Schlampen. 3, 2, 1, go. Kann ich hier sehen, was ich hier hinbringen muss? Ach, egal. Wir fahren erstmal runter. Ich habe mir schon mal Gedanken darüber gemacht, wo ich als erstes hinfahre. Ja? Und zwar fahre ich jetzt hier runter, dahin und hole hier das erste Teil. Das ist das allererste, was ich probiere. Zack, 45 Minuten laufen. Handbremse wird gelöst. Ich habe ja noch gar nicht... Ah. Nehmen wir Diff und Allrad nicht an, was aber auch gut ist, weil das ist spritverbrauchender. Deswegen lassen wir das auch mal, wenn geht, aus. Also ob ich jetzt hier einfach rechts runter... Ah, hier kann ich runterfahren, okay. Weil über die Brücke drüber... Ist das nicht fertig, oder? Noch nicht fertig, wenn ich das richtig hab. Alles noch easy. Ui, schon direkt aufgesetzt hier. Okay. Ich hoffe, wir haben die richtige Bereifung drin. Wait, ist das ein Tankanhänger? Den nehmen wir nicht mit. So, ich mit einem scheiß Tankanhänger. Ich dachte, wäre ein normaler fucking Anhänger. Egal, vielleicht ist der Sprit drin und wir können auftanken. Das wäre ja auch schon mal was. So, wir sind auf dem Weg. Ja, den haben wir erstmal leer gesaugt. Ist H-Speed-Modus? Hoch, ja genau, hoch. Hoch ist Speed-Modus. Ich mache wie gesagt Allrad und Differentialsperre immer so gut wie möglich an und aus. Also so wenig wie möglich nutze ich es. Einfach deswegen, weil Allrad zum Beispiel mehr Sprit verbraucht. Läuft eigentlich ganz gut bisher. Sagen. Wir sind jetzt am Food-Mod. Ist ja Gönnung hier. Fuck. Falsche Taste. Ne, Moment. Kran wiederherstellen. Nee. Scheiße! Also da hinten auf der Insel ist was, aber ich gehe erstmal zum weitesten Punkt. So, nachtanken. Das wollen wir. Der ist leer? Als ob der leer ist. Was für ein mieser Wichser. Der hat mich jetzt voll viel Sprit gekostet. Oh was! Wir rutschen hier aber ganz schön ab an den Baumstämmen. Kommen wir denn da am besten hin? Wollen wir hier durchs Wasser fahren? Oh, gefährlicher Wasserstand! Wasser beschädigt den Truck. Oh mein Gott, ich bin umgefallen! Ich bin eiskalt umgefallen! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir nicht exakt die richtigen Reifen für dieses Unterfangen dabei haben. Gerade sind wir bei 10 Liter die Minute. Stütze ausfahren hilft hier auch nicht wirklich. Okay, da ist der Scheiß. Wie zum Fick soll ich da drankommen? Schaden anzeigen. Ja, nee, das juckt mich ja überhaupt nicht. Scheiße, wieso? Wieso? Komm, Baby. Komm, Baby. Komm, Baby. Rüst dich hoch. Rüst dich hoch. Jawohl. Was ist das denn für... Ja, müssen wir neu anfangen. Oh, shit! Ja, dann here we go again. 5 Minuten waren ja schon mal easy verschenkt, ne? Ja, wir sind down. Test neu starten. Also da wäre mit der Winde auch nichts mehr gegangen. Also das ist... Da weiß ich nicht. Das war einfach RIP. Oh Gott. Oh, nicht so viel Speed, Peter. Oh, fuck me. Also ich versuche jetzt hier so... Gefährlicher Wasserstand. Ich versuche mich jetzt hier schräg rein durchziehen zu lassen. Yes, Sir! Sind wir easy, easy drüber. Easy drüber. Mensch, warum konnte das nicht gerade so einfach gehen? Ey, scheiß die Wand an. So, ganz vorsichtig. What? Was heißt denn hier gefährlicher Wasserstand? Wie soll man denn sonst da hinkommen? Jetzt mal ohne Flachs. Wie komme ich denn sonst da hin? Ich kipp hier auch gleich wieder den scheiß Hang runter. Ich war voll besoffen. Okay, hier könnten wir versuchen,
Stützen ausfahren und dann in den Kranmodus gehen. So. Heben, senken. Wie konnte man denn ausfahren? Ah ja, so. Guck mal, und dann macht man einfach hier zapp. Hoch, 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 hoch. Ja! Oh Gott. Ah! Okay. Ist vielleicht nicht die beste Seite. Okay, 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 okay. Ich hoffe, ich komme hier wieder raus. Komme ich da eigentlich drüber? Das wäre doch jetzt mal eine interessante Information, weil wenn wir jetzt eh schon mal hier sind, könnten wir noch mal ein bisschen abchecken, was Sache ist. Scheiße. Das war ja jetzt richtig bad. Houston? Wie sichere ich denn die Karre jetzt? Hä, das muss doch irgendwie sicher dran gemacht werden. Okay. Wenn ich das richtig sehe, haben... Oh, wir haben eine Seilwinde, lol. Ich dachte, wir hätten keine. Okay, vorsichtig. Als wenn man hier durchfahren kann. Jawohl. Okay, und jetzt hängen wir fest, weil... Ist einfach fucking... Fucking schwer! Gefährlicher Wasserstand. Gar kein Thema. Gar kein Thema. Hä? Wie fahr ich denn jetzt mit dem Ding? Hä? Okay, gar kein Peil. Oh, beschädigter Truck. Beschädigter Truck. Nein, wir kippen um! Nein, meine Fracht! Nein! Nein! Hat ja nur ganz schön viel Sprit gekostet. Komm dann nach links. Komm dann nach links. Bitte, 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 bitte. Nach links. Komm, Baby. Komm schon. Er kämpft. Er kämpft und fräst sich hoch. Alter Vater. Kann ich die Mission zurücksetzen? Test neu starten. Ja, fangen wir mal einfach komplett neu an. Oh, da hat es einen erwischt. Das ist natürlich unglücklich für dich. Und hoch da. Komm, Baby. Komm, Baby. Mach's. Mach's. Oh Gott. So. Wir könnten ja jetzt auch erstmal versuchen, das Ding von der Insel zu bekommen. Können wir denn hier neu starten, neu tanken? Nachtanken, jo. Tanken wir mal nach. Als ob du dich jetzt hier in irgendeinem scheiß weichen Fuck-Ding festgefahren hast. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Alter, willst du mich komplett verarschen? Das sieht ganz gut aus, dass wir festhängen. Nice. Guck mal, man kann sich hier dran winden. Okay, immerhin funktioniert das. Oh, hier ist glitschig. Hier ist der glitschig. Ja, okay. Zack. Haben wir das schon mal überlebt. Also der eine Spot, wo ich gerade war, der hat mir ja schon den Rest gegeben. Was ist das denn hier? Was sind das denn hier für Eisschollen? Wie zum Fick. Soll ich da drankommen? Viertelstunde rum und noch keinen einzigen abgeliefert. Mein Ziel wird sein, überhaupt einen abzuliefern. Ich glaube, das ist schon sick. Handbremse. Werden wir noch geschoben? Ich weiß es nicht. Motor abstellen. Alter, was habe ich gerade gemacht? Stützen ausfahren. Muss der Motor laufen für den Kran. So. Out. Einen kleinen Schaden haben wir, okay. Ich habe das Gefühl, dass wir sofort einen richtig harten Abgang machen. Das ist so mein Gefühl gerade. Kann ich mich irgendwo anwinden? Das will jetzt nicht hängen. Da vorne ist die erste Kiste. Okay, wo kann man denn hier auch... Da kann man auch abgeben. Okay, hier kann man auch abgeben. Hier ist auch so ein Abgebefeld. Okay, nice. Uff, 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 uff. Okay. Eigentlich ist die Fracht da scheiße verladen.
Kann ich die nicht an einen anderen Punkt packen? Ach, drauf geschisst. Und Handbremse. Okay. Motor abstellen. Kran. Stützen ausfahren. Frage ist, kriege ich die Fracht da noch? Oh mein Gott. Oder bringe ich die erst weg? Ich habe halt Sorge. Ja, wobei der Abgebepunkt ist halt hier direkt oben. Aber ich habe gleich halt auch. Ich habe nur noch 118 Liter Sprit. Egal, ich bringe erstmal einen weg. Wenn es nachher darum geht, wer hat die meisten Sachen weggebracht, habe ich ja dann vielleicht mit einem Punkt einen Vorteil. Und es liegt. Wo liegt denn das? Ist es hier vorne? Da hinten ist das Stück, was mich so gemacht hat quasi. Hier vorne sind auch alles nur Felsen. Oh, ich bin mir unsicher. Ich bin mir so unsicher. Das wäre dumm, das wäre richtig dumm, das jetzt wegzubringen. Weil dann stehe ich da nachher, oh, ich habe keinen Sprit, wer hätte das vorhersehen können. Na, ich hole mir die zweite Kiste. Okay, 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 okay. Krass. Krass, Alter. Krass. Safe. Gott, 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 Gott. Ey, das liegt da unten einfach, als ob. Jetzt müssen wir es nur irgendwie bis da schaffen. Weil das Ding ist ja da oben. Wie komme ich da hin? Okay, ich muss hier einmal außen rumfahren. Ja, und von da aus anladen. Okay, ist aber kein Thema. Senken. Moment. Oh nein. Potenziell grober Fehler begangen. Jetzt hänge ich hier des Todes fest. Ganz ehrlich, brauche ich dann überhaupt diesen ganzen spritfressenden Scheiß, wenn ich mich hier sowieso nur von A nach B winde? Alter, ich bin so stuck. Ja. Und loslassen. Und verlassen. Oh, nach links kriegen wir ein bisschen Grip. Oh ja, guck mal, wir bewegen uns. Ich glaube, wir sind auch übelst stuck. Okay, geil. Wir haben Fracht. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt einen Teil schaffe. Aber wenn ich das richtig sehe, bewegen wir uns nicht. Alter, man hängt hier halt so komplett. Holy shit. Ah, come on! Ich ziehe mich, glaube ich, immer weiter in die Scheiße rein. Vielleicht müssen wir einfach mal ein bisschen rückwärts. Boah, das kann doch nicht sein, ey. Dieser Stein ist meine Rettung und ich hänge einfach 50 Zentimeter davor. Komm schon. Nicht umfallen, Baby. So, jetzt haben wir hier aber alles geebnet. Hier haben wir jetzt richtig, richtig alles klein gemacht. Jetzt müssen wir hier doch mal durchkommen. Stopp! Stopp, 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 sonst kommen wir nicht mehr raus. Ey, veräppel mich doch nicht! Ich komm diesen Stein nicht hoch! Komm, Baby. Ich versuche noch ein bisschen weiter nach rechts zu kommen, aber... Mich doch veräppeln! Muss doch diesen Stein hier hochkommen. Ich zieh erstmal wieder so ein bisschen ein, nicht? Ja moin! Ganz langsam bewege ich mich. Ich sehe es, ganz langsam. Und ganz langsam sagt mein Vorderreifen, nö. Uff, tätere. Komm jetzt! Das sieht gut aus! Kran ist wieder hergestellt. So. Zwei haben wir. Wieso? Was ist denn hier? Oh Mann. War das so eine gute Idee? So, jetzt kriechen wir an dem Stein vorbei. Oh, ficken, ey. Ja, natürlich. Und hier links dran vorbei, das ist gar kein Problem. Ach komm, fuck off, ey. Und jetzt hängen wir... Oh mein Gott, wir hängen auf dem Stein drauf. Keine sichtbaren Ankerpunkte. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich hänge auf dem Stein drauf. Wir haben ja noch 74 Liter. Und wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft. Das ist gerade so ein bisschen meine Angst. Alter, wie tief ist denn hier bitte der Schnee? Immerhin sind wir nicht so stark, dass wir auf diesem Stein hängen bleiben. Das ist schon mal eine ganz gute Sache. Okay, war nicht so übel, wie ich dachte.
Ich habe Schiss ohne Ende gehabt, ey. Da warst du... Oh. Nee! Rückwärtsgang! Oh mein Gott. 62 Liter haben wir. Moin. Nachtanken. Hey, jetzt sind wir auf 97 Liter hoch. Sehr strange. Das könnte... Nein! Das reicht nicht! Okay, müssen wir nur noch da hochbringen. Und dann haben wir die Hälfte und haben viel mehr Sprit verbraucht als die Hälfte. Aber vielleicht sind überall, vielleicht sind noch irgendwo diese Tankdinger versteckt. Und wir haben sie einfach noch nicht gesehen. Kein Thema. Kein Thema für mich. Ich falle erstmal in so eine Felsspalte, wo ich nicht mehr rauskomme. Nice. Oh ja, bitte. Bitte lass mich hier raus. Nicht umfallen. Nicht umfallen. Einfach nur auf die Straße. Komm, Baby. Hä, wo hänge ich denn hier fest? Nur noch den Berg hoch. Dann haben wir zumindest einen Teilerfolg. Ach komm, ich wollte nur rückwärts fahren. Oh Mann. Oh, ich darf nicht kippen. Da, ich sag's zwar, jetzt umzukippen wäre schon richtig bitter. Komm jetzt hier rauf. Vorwärts, rückwärts. Ich komme hier auch nicht rauf. Oh Mann, nein. Oh, was ist das? Jetzt sind wir vorne in einem Loch. Ach, komm schon. Nee. Nein. Oh Gott, wir werden fast wieder gekippt. Nein, jetzt wo hängen wir denn hier jetzt? Ach, komm schon. Frachtverwaltung, entladen. Okay, wir können hier theoretisch alle vier hinbringen. Oh Gott. Erstmal wichtigstes Gebot, nicht umfallen. 65 Liter noch, ey, leco mio. Fahren wir einfach an den Bäumen vorbei? Natürlich nicht, denn es ist so tief. Alter, ist da traurig. Das können wir doch keine... Also wir müssen doch durchs Wasser. Wir gehen jetzt durchs Wasser. Wir haben noch 40 Liter, wir haben nicht mehr viele Optionen. Ich muss hier wässern. Oh nein! Nee, Wassern ist keine Option. Komm, Baby. Jetzt mach nicht den, Junge. Alter, das ist tief hier. Guck mal, wie tief das ist. Motor abgesoffen. Ho! Nein. Können wir alles wieder neu starten. Gar kein Thema. Fuck! Ich muss doch nur so ein scheiß Ding da bekommen. Fracht haben wir nicht, Kran hilft nicht, Kran funktioniert nicht, wenn der Motor nicht an ist. Dann muss ich da vorne links, da durch. Es muss doch irgendwo einen Punkt geben, wo sich jemand gedacht hat, Mensch, von da aus, das ist die Musterlösung, von da aus kannst du das richtig geil greifen und da schaffst du das. Komm schon, Baby, fahr da nochmal hoch. Alter, ich bin am Schwitzen wie ein Schwein. Wir haben ja vorher theoretisch gesagt, dass Bergen erlaubt ist. Wir haben jetzt zwar nur noch 38 Liter, aber damit versuche ich jetzt auf die andere Seite zu kommen, wo der große Tank ist. So, erstmal machen wir hier die Bremse rein, ja? Kran ausfahren. Kranmodus an. So, zack, holen wir uns das Teil. So. Und irgendwie... Konnte man das doch machen? Dass die Karre hier angedockt wird. Komm, Baby, komm, Baby, komm. Komm, Baby, komm, Baby, komm. Ja, das war's. Oh mein Gott, man musste Fracht verladen drücken. Ja, true. Oh mein Gott, wir haben unser erstes Päckchen. Jetzt müssen wir es nur noch heil hier rausschaffen. 26 Liter noch. Damit müssten wir bis da oben eigentlich kommen. Keine sichtbaren Windepunkte. Ist tendenziell eine schlechte Sache.
Denn ich würde sagen, wir hängen ein bisschen fest. Alles gut. Leider, komm, noch ein bisschen Grip. Das war bisher mein best try. Ja, näher ran. Dach drehen. Nee, falsch rum. Nee. Oh Gott, da haben wir es fast verkackt. Jetzt komm, ey. So. Wie war das? Fracht verladen. Zack. Kran wieder herstellen. Handbremse. Und ab nach Hause. Damit wir zumindest einen kriegen. Okay, wir sind da vorne gecrashed. Okay, wir fahren wieder durch die gleiche Lücke, weil... Ich wüsste jetzt nicht, wo wir sonst rumfahren. Weiter, Baby. Rechts rum ein Stück. Gutes Baby. Gutes Baby. Okay, rückwärts ist aber immerhin nicht das Problem, da die Strömung uns heftig nach hinten drückt. Okay. Wir müssen los. Go, go, Power Ranger! Gutes Baby. Gutes Baby. Wasser beschädigt den Truck. Okay, da vorne kommen wir auch nicht hoch. Ich krieg übelst viel Schaden. Gar kein Thema. Aber da sind Bäume. Da kann man sich vielleicht... Komm, Baby. Hey. Nicht kippen. Nee, zieh mich raus. Komm, ich muss doch hier nur raus. Das kann doch nicht sein, dass ich hier aus diesem Fluss nicht rauskomme. Was ist das für ein Endgegner? Moment. Ich stehe 5 Meter vor dem Abgabeding. Deine Mutter ist auch hart. Untenrum, weil die sich nicht rasiert, Junge. Komm schon, Baby. Das will ich jetzt noch schaffen, auch wenn er nicht in der Zeit ist. Ich stehe letztendlich, ich kam mit dem Kran quasi da dran. Ich komme hier nicht raus. Das Wasser zieht mich. Oh Gott. Okay. Aus welchen Gründen auch immer kann ich jetzt die Taste nicht abgeben. Entladen. Keine Fracht zum Verladen. Das war's mit meiner Zeit. Ich bin 10 von 10 bin ich durch. Da ist ein riesiger Tank. Komm schon. Alter. Wir haben keinen Spaß. Komm schon. Ich komm nicht dran. Ah, guck mal. Jetzt habe ich sie abgegeben. Oder weil man die ganze Zeit die Fracht hinten nicht gesichert auf. Okay, mit ungefähr 2 Minuten zu spät abgegeben. Ist mir egal. Das ist ein persönlicher Sieg. So, das war eine harte Challenge. Das war nice. Alter, ich kotze so im Strahl. Also, ich glaube, jemand gehört hat, wahrscheinlich einen. Nicht ganz abgegeben. Damit bist du 5000% weitergekommen. Also, ich habe die Mission 3-mal komplett neu gestartet. Ja, ich auch. Weil ich mir beim ersten Mal, Alter, hatte ich eine Kiste hinten drauf, also die am Wasser, wo man so über Eis fahren musste, dachte mir, komm, du gehst die zweite holen, dachte, wir kommen drauf geschissen, hatte die auch nicht hinten drauf, fahr zum Abgabetermin und hatte keinen Sprit mehr und stehe mit der Kiste 10 Meter oder so davon weg und habe keinen fucking Sprit mehr. Oh mein Gott. Nee, das war mein Problem nicht. Ich hatte nur das Problem, dass der See sehr tief war und ich die Stellen nicht so erreicht habe, von wo aus man, glaube ich, die Dinger angeln muss. Und lag das ein oder anderen Mal auf der Seite und hab so ein bisschen so wie Julius mich durch die Gegend gekugelt. Ja, Peter, du bist so still, du hast gewonnen. Ja, ich hab 2 von 4 geschafft. Alter. Hier ist ein Spritproblem gelöst. Ich hab's nicht. Zwischendurch standen da Anhänger mit Sprit rum. Ja, aber da sind keine 4 Liter drin oder so. Ja, viel drin ist da nicht, das stimmt. Ich habe in einem Schwung habe ich quasi 2 gemacht. Krass. Die 2, die ich abgegeben habe. Und dann für die dritte und vierte, da bin ich dann umgekippt. Und dann wollte ich zu einem anderen Spritanhänger. Oben links habe ich nämlich auf der Map gesehen, steht einer. Aber bin nicht bis da gekommen.
stehe 5 Meter davor und da hatte ich noch irgendwie 8 Minuten auf die Uhr und da war dann tot. Peter krass. Tot. Weil Neue, Bergen stimmt. bringt dann ja auch nichts. Also, direkt hinter mir steht dieser Spritanhänger, Alter. Also ja, du hinter mich, guck gerade, ich habe gerade mal in dein Video geguckt. Hinter mir, Alter, das ist doch zum Kotzen. Ja. Ey, was trinkt also ihr euch auf? Ich habe nur Galle und Scheiße gekotzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe die Ladung zweimal auf mein Ding drauf bekommen und dann war's das. Also weiter bin ich nicht gekommen. Ich habe nicht mal den Weg zurück irgendwie gemeistert oder so. Ich habe null Erfolgserlebnisse. Ich bin einfach nur angepisst. Ja gut. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.